An der Börse findet von vielen noch weitgehend unbemerkt eine erstaunliche Rotation statt. Raus aus den Technologiewerten und rein in die vermeintlich zurückgebliebene Branche wie Energie, Industrie und vor allem auch Rohstoffe. Denn nach dem Hype um die künstliche Intelligenz und die Abnehmspritzen, ja, stehen die Vorzeichen vor einem neuen Superzyklus für die Schätze der Erde äußerst gut. Doch nicht alle Rohstoffe profitieren in gleicher Weise, denn der Superzyklus scheint seine eigenen Regeln eben zu kennen und zu haben. Vielmehr stehen die sogenannten Reflationsbranchen, also Energie, Industrie und Rohstoffe, vor einer waschechten Renaissance, so will ich es mal nennen. Und die jüngsten Inflationszahlen in den USA haben diese Umschichtung einmal mehr beschleunigt. So hat sich übrigens die Teuerung im März den zweiten Monat in Folge zum Vorjahr beschleunigt, wodurch die Zinsen deutlich langsamer sinken dürfen als eben gedacht. Und doch höhere Zinsen sind eben auch Gift, ja, leider für hochbewertete Tech-Aktien. Und so nimmt natürlich auch die Flucht aus Nvidia und Co. Werten zu, die begünstigten bewerteten Rohstofftitel dahingegen nehmen weiter an Fahrt auf. Am offensichtlichsten zeigt sich das übrigens auch die Umschichtung vor allem bei Edelmetall Gold, das beinahe täglich in den zurückliegenden Wochen neue historische Höchststände eben mit markiert. Gut 8% hat übrigens Gold demzufolge noch in den vergangenen 4 Wochen zugelegt. Kein Wunder also, dass jetzt auch eben die Goldminenaktien anspringen, denn Gold gilt bekanntlich ja als sehr, sehr guter Inflationsschutz. Aber auch eben die Rohstoffe haben auf Monatssicht noch weitaus stärker zugelegt, wie manche glauben. Silber gewann rund 17%, Zinn 14%, Aluminium 12,5%, Öl 11,4% und Kupfer sogar 11,3%. Denn bei dieser großen Rotation geht es in erster Linie allein nicht darum, zurückgebliebene Titel einzusacken, sondern vielmehr geht es um die Angebotsengpässe bei einzelnen Rohstoffen. Denn faktisch ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig Gold natürlich in die Förderung neuer Projekte gesteckt worden. Und das gilt übrigens nicht nur für Öl- und Gasquellen, sondern auch natürlich für klassische Bergbauminen. Dementsprechend macht sich der viel diskutierte Mangel an Minenprojekten jetzt Stück für Stück auch bemerkbar. Und in ähnlicher Weise hat sich übrigens auch das Wachstum der Aluminiumproduktion halbiert. Und welche Preissprünge bei entsprechenden Engpässen wirklich möglich sind, das ließ sich zuletzt übrigens auch bei Kakao sehr gut übrigens beobachten. Denn die Notierungen schossen senkrecht in die Höhe und auf Monatssicht hat sich der Kakaopreis übrigens um unglaubliche 50% verteuert. Ja, Sie haben richtig gehört, 50%, das ist viel. Zwar ist bei anderen Schätzungen der Erde ein ähnlich krasser Anstieg nicht zu erwarten, doch auch frühere Rohstoffzyklen zeigen immer wieder, dass sich die Preisdynamik ganz schnell beschleunigen kann. Doch viele Anleger sind in diesen Sektoren heillos unterinvestiert oder besser gesagt gar nicht investiert. Denn die Sektoren gelten ähnlich in vielen Mainstream-Medien wie Rüstung als nicht ökologisch oder ethisch nicht investierbar. Zwar werden Rohstoffe wie Kupfer und andere Metalle wie für die Energiewende übrigens benötigt werden, aber die Minenwerte waren meist ja interessanterweise unbeliebt. Ja, das zeigt sich auch schon daran, dass der Öl- und Gassektor im Weltindex MSCI World gerade mal ein Gewicht von 3,9% ausmacht. Und klassische Bergbaukonzerne, die Kupfer oder andere Metalle fördern, sind nur in homöopathischen Dosen vertreten. Und so kann es durchaus auch lohnenswert sein, ein paar Minenwerte als Beimischung ja mit in ein Depot zu packen. Dementsprechend ist auch die Entscheidung über die Gesamtstruktur des eigenen Vermögens, kleines wie großes, ein ganz elementarer, wichtiger Faktor im Bereich auch der Diversifizierung, ja, der breiten Streuung. Um hierbei aber auch absolutes Vertrauen und Überzeugung in Ihrer zukünftigen finanziellen Entscheidung zu bringen, lade ich Sie ganz herzlich übrigens mal zu meinem exklusiven Investment-Workshop ein, an den Sie sich jetzt zu Ihrem jeweiligen Wunschtermin auf Abruf sofort
anmelden können und sich das doch gleich anschauen können. In diesem rund 90 Minuten enthaltenen Investment-Workshop werden Sie von wirksam verlässlichen Strategien der Vermögenselite einiges erfahren, um einfach mehr Sicherheit für Ihr Vermögen zu bekommen und sich weniger Sorgen machen zu müssen. Über den eingeblendeten Link, auch nochmal hier unter diesem Video, in der Videobeschreibung, finden Sie alle weiteren Informationen. Nutzen Sie die Gelegenheit, schauen sich diesen Investment-Workshop in Ruhe mal an. Und passend dazu habe ich erst vor kurzem auch ein Video über die zukünftige Supermacht in unserer Welt und das dortige Potenzial für Investoren auch veröffentlicht, das ich Ihnen auch hier links nochmal gerne mit einblende. Ja, auch dort schauen Sie mal vorbei und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für Ihr Interesse und auf gute Finanz- und Investmenterfolge. Ihr Klaus Hoppe.